Professor Issing, warum kommt es in Deutschland in nächster Zeit zu keiner Geldentwertung? Weil die EZB mit Sicherheit eine Politik betreibt, die Inflation verhindern wird. Über den Rest der Geldpolitik will ich nicht reden. Aber Sorge um Geldentwertung muss man sich auf absehbare Zeit nicht machen. Und was macht das LES für Sie besonders? Das Besondere ist, dass es eigentlich höchste Zeit ist, dass im Raum Nürnberg, aus dem Erhard ja kommt, der Name Erhard sozusagen wieder mal in die Öffentlichkeit gebracht wird. Ich denke, viele Jugendliche wachsen auf und können mit dem Namen gar nichts mehr anfangen. Und ihm verdanken wir ja im Grunde den Wiederaufstieg Deutschlands nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und es geht nicht nur um seinen Namen, sondern es geht vor allem auch um die Ideen, mit denen er Deutschland auf diesen Weg gebracht hat. Herzlichen Dank für das Interview.